Hallo, liebe Freunde und Freundinnen der gepflegten Abends-, Morgens-, Mittags- und Nachtsunterhaltung. Ich bin es wieder, euer Malzi. Scheiße, Jay, ich verfluche dich für diesen Namen. Und mit mir habe ich einen Gästin mitgebracht, die... Konga. Ja, wir willkommen Sie herzrechtlich in dieser schönen Community. Hallo. Ja, seid schön nett und flamed Sie. Ah! Und wir sind mal wieder mit unserem Shepherd im CIC. Und vor dem Ende, da habe ich mir eine tolle Erklärung einfallen lassen, aber wenn Sie da weiß, funktioniert das nicht. Kriegt ihr beim nächsten DLC zu sehen. Und was ist der nächste DLC? Ich hab's vergessen. Geil! Irgendwas mit Omega. Genau, Omega zurückerobern. So, und da spielen wir erstmal Brieforkel und wie es Tradition in Teil 2 war, darf der Gast den Brief vorlesen. Ein neues Präzisionsgewehr von Liara Tissot. Shepard, ich habe vor einigen Wochen einen interessanten Plan gefunden für ein vollautomatisches Präzisionsgewehr namens Indra. Ich habe eines in Auftrag gegeben, das inzwischen ausgeliefert wurde. Sie finden es im Waffenspind der Normandy. Das Indra wäre in Ihren Händen sicher besser aufgehoben als in irgendeinem Lagerhaus. Ja. Daran zweifle ich stark. Die Indra ist kacke. Dringende Nachricht von Admiral Hackett. Commander, auf der Citadel arbeitet ein Allianzforscher namens Dr. Garrett Brayson. Sie müssen sich unverzüglich mit ihm treffen. Dr. Brayson hat wichtige neue Informationen über die Reaper gewonnen, die einen direkten Einfluss auf den Krieg haben könnten. Ich weise Sie offiziell an, seine Bemühungen bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zu unterstützen. Bitte suchen Sie Brysons Labor auf der Citadel schnellstmöglich auf. Richtig. Das werden wir aber nicht machen, wir gehen runter zum Waffenspind, weil ich habe ein wenig Geld für euch springen lassen und mir dieses DLC erstmal gekauft. Und noch ein DLC, wo ich neue Waffen kriege. Und die werden wir uns erstmal ankicken. Genau, hier. Ja, stimmt, ich bin Infiltrator. Da hätten wir einmal in den Snipern das Präzisionsgewehr Crusade. Das ist ein turianisches Präzisionsgewehr, das Explosivmoni verschießt. Nett. Dann hätten wir die Indra. Leute, sie ist scheiße, ich habe sie ausprobiert. Damit müsst ihr jetzt leben mit dem Urteil. Und bei den Snipern war es das. Ich nehme aber die Vidov wieder mit. Dann haben wir unter den Sturmgewehren als neues. Das Antisynthetikgewehr ADAS. Ich habe keine Ahnung, was es ist, deshalb werden wir das mitnehmen, obwohl meine Kräfte dann im Keller sind. Und das Cerberus Harrier, es ist meine Lieblingswaffe, die Mattock, nur vollautomatisch. Tash. Genau. Ja gut, das nehmen wir dann mal mit. Bei den Schrotzen ist neu dazu gekommen. Vom Namen her würde ich schon fast tippen, dass dieses Antisynthetikgewehr sich gut gegen synthetische Feinde eignet. Nee, wirklich? Das hätte ich jetzt nicht Captain gemacht. Oblivious. Obvious. Oblivious wäre irgendwie Elder Scrolls. So, und bei den Maschinengewehren... Warum nicht? Na, bei den Maschinengewehren haben wir jetzt das Geth Plasma MP dazu und den Bloodpack Punisher. Das ist ein SMG, das einfach eine panzerbrechende Patrone bei jedem dritten Schuss abfeuert. Und bei den Schrotzen haben wir den Riga Carbine. Punisher, das klingt nach Bestrafung. Wenn ich Bestrafung hätte, hätte ich Schwanz eingeladen. Also bitte. Wir wollen doch hier ein eloquentes Gespräch führen, während ich ein paar Wichsern die Köpfe wegschrotze. Währenddessen will ich doch mal das Terrier upgraden. Ich habe ja Geld. Da immer schön die Upgrades. Genau, da schmeiße ich die Fuffis. Wichtig, wichtig. Ich wollte sagen, da schmeiße ich die Fuffis in den Club und schrei hoho. So, jetzt kannst du. Was? Ach, das ist nur so ein Scherz, den man entdeckt hat, weil im Multiplayer hat man Raketenwerfer, die alles in einem Schuss töten können, aber die kriegt man nur in Packs, die man mit Spielgeld bezahlt. Und das ist halt Geld, womit man schießt. Das schmeißt man, wenn man schießt, die Fuffis in den Club. Ah. Genau. Aber was könnte ich mir denn noch so upgraden? Die Mattock müsst ihr eigentlich aus Nostalgiegründen upgrade werden, weil mit der habe ich fast ganz Mass Effect 2 mit euch durchgezogen.
Aussprache lässt zu wünschen übrig. Und da ich meine Credits sowieso nicht mehr verwenden kann, kann ich machen, was ich will. Crusader ist scheiße, die Indra ist scheiße, den Giga-Kavain können wir noch aufwerten. Sie sieht nett aus. Ja, wurde auch nach, du hast ja jetzt inzwischen auch Mass Effect 2 gespielt, nach Karl Rieger benannt, den man auf Haystrom gefunden hat. Ah. Ja. Läutet das eine Glocke? Ja, da läutet eine Glocke. Glock sei Dank. So, ich glaube, ich habe auch irgendwo auf irgendeiner Seite gesehen, dass man ihm ein Plüschi gewidmet hat. Ja, man hat ihm ein Plüschi gewidmet. Warum hab ich keine Laufverlängerung für das Sturmgewehr? Das finde ich frech. Das finde ich äußerst frech. Ja, so eine Frechheit aber auch. Ach so, ich habe ja die Blood Dragon Panzer. Nee, die wird weggelegt. Und wir nehmen... Ja, die alte nehmen wir. Die Blood Dragon Panzerung, die war fürs Ende. Und wir spielen ja nicht das Ende, sondern ein DLC. Downloadable Content. Genau, für die Dummies unter euch. Nein, natürlich gibt es keine Dummies, die bei mir zugucken. Ihr seid ja so schlau, diesen Kanal gefunden zu haben. Nicht wahr? Ja. Ja, schön, dass du meine Zeichen verstehst, die ich dir gebe, ohne Geräusche zu machen. Jetzt cruisen wir nämlich erstmal auf die Citadel. Wir sind die Cruisen, wir cruisen. Nein, wir sollten jetzt nicht ins Gangsterbereich abfallen. Wir wollen eloquent diesen DLC begleiten und uns auf die Citadel begeben. Und wir können komfortabel direkt in Dr. Brysons Labor fliegen. Flutsch. Was heißt hier Flutsch? Flutsch. Na gut, Flutsch. Warum nicht? Wenn was schnell geht, dann flutscht es. Wenn du meinst. Übrigens, weil ich wieder... Ja, meine ich. Dann kannst du gut, warte, mich unterbrechen. Ja. Schön. So, jetzt darf ich Shepard aber nicht unterbrechen. Ja. Ich will, dass Sie das mit allen bekannten Orten abgleichen und die Karte aktualisieren. Und holen Sie dann von den Einsatzteams aktuelle Berichte ein. Jawohl, Sir. Commander Shepard, wir haben Sie erwartet. Moment bitte. Und Hadley, stellen Sie uns die Leviathan-Daten zusammen. Mhm. Verzeihen Sie, Commander. Der Rest meines Teams verfolgt gerade diverse Spuren. Ich bin Dr. Garrett Bryson. Und das hier ist die Einsatztruppe Aurora. Wie lautet Ihr Auftrag? Wir untersuchen Legenden, Gerüchte, alte Geschichten über die Reaper, noch bevor irgendjemand von ihnen wusste. Ja, ob das notwendig ist, ist eine dumme Frage. Das ist sehr nützlich. Ja. Ich hätte Ihre Hilfe vor 3 Jahren brauchen können. Ja, hätte man auf Ihren Proteaner-Sender gehört, ja, wären wir jetzt vielleicht nicht im Krieg. Ja! Aber jetzt, mit unseren neuen Informationen, danke, nähern wir uns einem Durchbruch. Oh. Hadley, haben Sie die Daten? Nein. Da. Ich hätte es fast vergessen. Hier ist Commander Shepard. Ich brauche C-Sicherheit. Sofort! Sie sollten nicht hier sein. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Laut Transitdaten lautet sein Name Derek Hadley. Er hat einige Monate hier gearbeitet. Shepard, ich habe einen C-Sicherheit-Alarm von hier registriert. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Aber ich könnte hier Ihre Hilfe gebrauchen, Edie. Gehen Sie die Unterlagen durch. Ich muss wissen, was diese Einsatztruppe vorhatte. Sofort. Was? Ich? Was ist hier los? Ja, gute Frage. Er ist reingegangen und hat seinen Vorgesetzten ermordet. Was halten wir davon? Ich würde sagen, das ist Mord. Ja, wenn er ihm das Gehalt gekürzt hätte, dann wäre es ja ziemlich berechtigt gewesen, aber... Ja, aber das sag mal, haben mich meine kleinen Ablenkungssinne getäuscht oder hing da so ein Walsblatt rum? Vorhin. Das können wir gleich nachgucken. Sagen Sie es mir. Ich stellte Daten zusammen, als sie kamen. Und dann... Es war dunkel. Kalt. Als wäre ich woanders. Natürlich. Und dann, ich weiß nicht, eine Waffe in meiner Hand,
Dr. Bryson. Es gab ein lautes Geräusch. Sie haben ihn erschossen. Nein, hab ich nicht. Ich war's nicht. Sie müssen mir glauben. Also ich will dir jetzt nichts sagen, aber das zeigt wirklich alle Merkmale der Indoktrination. Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Ja. Also hat jemand anderes abgedrückt? Aber ich würde das niemals tun. Commander, das erinnert an Berichte von Indoktrination. Danke. Indoktrination? Ich? Was ist mit diesem Leviathan, den Bryson erwähnte? Wie passt das ins Bild? Das ist eine Art Kreatur. Unsere Einsatzteams waren ihm auf der Spur. Das Artefakt kam von unserem Forscher, Garneau. Zusammen mit einem Audiolog, falls sie... Ah! Ja, Indoktrination. Was ist los? Zurück. Wovon reden Sie? Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Ja, also... Verdammt! Bringen Sie ihn in die Klinik. Dat vielleicht können die uns sagen, was mit ihm los ist. Eindeutig. Jawohl, Sir. Commander, das sollten Sie sich ansehen. Eine Nachricht von Dr. Bryson an Admiral Hackett. Dr. Bryson, gibt's Neuigkeiten? Admiral, der Leviathan von Dis, den wir untersucht haben. Wir sind da wohl auf was gestoßen. Kurzfassung, bitte. Vor 20 Jahren entdeckten die Batarianer einen Reaper, der in der Schlacht gefallen war. Sie vertuschten das Ganze und leugneten seine Existenz. Aber mich fasziniert die Schlussfolgerung daraus. Was hätte diesen Reaper überhaupt töten können? Genau. Genau. Das ist der echte Leviathan. Das könnte sich lohnen. Machen Sie weiter und halten Sie mich auf dem Laufenden. Es gibt noch eine Nachricht, ein paar Wochen später. Admiral, die Reaper sind hinter meinen Einsatzteams her, als würden sie Leviathan selbst jagen. Was es auch ist, ich halte Leviathan für einen veritablen Reaper-Killer. Geil. Quasi den Spitzenprädator. Und das macht sie nervös. Wenn wir ihn fänden, würde das den Krieg verändern. Ich ersuche offiziell um Unterstützung bei der Suche. Bekommen Sie. Die Sache hat oberste Priorität, Doktor. Finden Sie das Ding. Anscheinend waren wir diese Unterstützung. Oh, ja, gut. Aber Leviathan könnte äußerst nützlich sein. So ein Reaper-Killer. Das würde auch erklären, warum die Reaper unbedingt dahinterher sind. Ich meine, warum sollte man nicht eine Waffe vernichten, die einen umbringen kann? Ja, das stimmt. Deshalb müssen wir vor den Reapern da sein. Ich verstehe, Bryson. Alles, was einen Reaper zu Fall bringt, ist die Suche wert. Trotz der potenziellen Gefahren dabei würde ich zustimmen. Aber das erfahren wir nur, wenn wir ihn finden. Brysons Assistent sagte, sie hätten kürzlich ein Log von ihrem Forscher erhalten. Vielleicht erfahren wir dadurch mehr. Ja, denn jetzt können wir ein wenig Detektivarbeit leisten. Sherlock, Shepard und Edie Holmes können sich jetzt auf die Suche machen. Ein Audiolog. Gucken. Das muss das Artefakt sein, das der Assistent erwähnte. Und hier ist das Log. Dr. Bryson, hier Garneau. Ich schicke Ihnen ein Artefakt. So ziemlich das Einzige, was ich hier gefunden habe. Es mag falsch sein, aber ich könnte schwören, dass Leviathan hier vorbeigekommen ist. Ich werde ein bisschen rechnen und den Rest der Reisespesen verprassen. Vielleicht kann ich die Bewegungen unseres Reaper-Killers vorhersagen. Ich melde mich vom nächsten Einsatzort. Garneau scheint unsere beste Spur zu Leviathan zu sein, aber er gibt kein Ziel an. Ja, wir können ihn finden durch gute Detektivarbeit und vielleicht ein bisschen Ballern. Dann konzentrieren wir uns auf das, was er sagt. Er wollte Leviathans Weg extrapolieren. Und er wollte rechnen. Es war kein Blindflug. Er hatte Daten. Jede Menge Daten sogar, wenn man sich dieses Büro ansieht. Also, wie schränken wir es ein? Bryson und seine Kollegen haben zweifellos ein Galaxiekartensuchprogramm bei ihrer Jagd nach Leviathan benutzt. Damit finden wir vielleicht Garneau. Das stimmt. Suchen wir nach.